Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Zack für euch und willkommen zu meiner Review von X-Men Apocalypse. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde irgendwie sieht das Poster komisch aus, oder? Also irgendwas stört mich daran. Ah, ich habe da eine Idee. So, direkt viel besser, oder nicht? Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film und mache meine Review soweit fertig. Und danach kommt nochmal ein Spoilerbereich, aber da weise ich euch dann auch nochmal drauf hin. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr ruhig bis zu dem Spoilerbereich diese Review anschauen. Direkt vorweg möchte ich sagen, scheiße war der Film gut. Wirklich unerwartet gut. Das hätte ich echt nicht erwartet. Hatte ich überhaupt nicht auf den Schirm, aber ich wurde positiv überrascht von diesem Film. Jeder, der sich mit den Marvel-Filmen so ein bisschen mittlerweile auskennt, dem sollte ja klar sein, dass es zwei Film-Franchises gibt. Einmal gibt es die originalen Marvel-Filme, wirklich von Marvel und Disney. Und dann gibt es noch die X-Men-Filme, die halt von Fox sind. Das sind natürlich beide irgendwo Filme, die auf demselben Quellmaterial basieren, aber die gehören nicht zusammen. Also was sich in den Film abspielt, steht für sich und was sich in den Film abspielt, das steht auch für sich. Und es war immer so, dass die originalen Marvel-Filme immer schon besser waren als die Fox-Marvel-Filme. Also die waren immer einfach so ein bisschen besser. Zumindest für mein persönliches Empfinden. Und hier kam jetzt für mich persönlich die große Überraschung, denn X-Men Apocalypse ist genauso gut, wenn nicht sogar besser, als die letzten Marvel-Filme von Disney. Wirklich, der hat mir so unfassbar gut gefallen. Und jetzt möchte ich euch erklären, warum das so ist. Nach dieser euphorischen Ankündigung gerade erstmal der kleine Dämpfer wieder zurück. Der Film ist natürlich nicht perfekt und der Film fängt wirklich sehr langsam und sehr langatmig an. Also stellenweise könnte es schon etwas zäh werden für den Zuschauer, aber ich finde, das lohnt sich, denn der steigert sich zielstrebig nach oben und steigt dann auch krass an von der Action und von dem gesamten Spektakel her. Und das Finale ist sehr geil gemacht und ich finde, der Film braucht halt nicht mehrere Höhen und Tiefen, wenn er einfach eine richtig krasse, gute Höhe hat. Das wusste auch schon Barney Stinson. Die Leute glauben, ein guter Mix hat Höhen und Tiefen, aber das ist falsch. So ein Mix sollte nur Höhen haben, Baby. Und jetzt macht euch bereit für eine Audioreise in das weißglühende Zentrum des Adrenalins. Bam. Grund für diese leichte Kaugummi-Zähigkeit am Anfang ist, denke ich, auf jeden Fall Apocalypse, der titelgebende Schurke des Films. Und da gibt es was ganz Lustiges, denn ich glaube, vielen von euch, die den Film vielleicht schon gesehen haben oder zumindest die Trailer gesehen haben, ist gar nicht aufgefallen, wer Apocalypse eigentlich ist. Ich zeige euch nochmal ein Bild von ihm. Guckt ihn euch mal ganz genau an. Ich gehe davon aus, jeder von euch, der meine Videos schaut, hat erst kürzlich einen sehr guten Film mit ihm gesehen, in der Hauptrolle mit. Na, seid ihr darauf gekommen? Es ist fucking Poe Dameron! Richtig! Er wird gespielt von Oscar Isaac. Er war ja auch zuletzt in Star Wars Episode 7 als Poe Dameron zu sehen. Und ich finde es total krass, weil wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Aber wenn man es weiß, dann ist das irgendwie nicht wegzudenken. Also zumindest war es bei mir so. Ich wusste natürlich vorher schon, dass er das ist. Aber ich finde, das spricht für ihn als Schauspieler, dass er Apocalypse als kalten, berechnenden Assi einfach darstellt. Weil das halt einfach einen sehr starken Kontrast zum Beispiel zu Poe Dameron aus Star Wars darstellt. Und er ist als Gegner jetzt nicht unbedingt schlecht. Er ist gut. Er ist kalt, er ist berechnend und aufgrund von seinem Ursprung als, ja, wenn ihr so wollt, Godfather of all Mutants, ist er halt auch nachvollziehbar in seiner Position der Menschheit gegenüber und so weiter. Und es ist ihm tatsächlich auch scheißegal, was mit menschlichem Leben passiert. So gibt es zum Beispiel eine Szene, wo er quasi mit einem Fingerschnippen einfach zig Menschen umbringt und das juckt ihn überhaupt nicht. Also als Charakter, als großer Obermufti, ist das schon ganz gut dargestellt. Aber das trägt halt nicht unbedingt dazu bei, den Film am Anfang spannender zu machen.
Deswegen ist das, glaube ich, alles so ein bisschen zäh. Trotzdem hat er mir persönlich sehr viel besser gefallen als zum Beispiel Ultron aus der Konkurrenz des Avengers-Films Age of Ultron. Denn wenn man sich das genau überlegt, haben beide denselben Grundgedanken und wollen beide dasselbe Ziel erreichen und gehen auch relativ ähnlich dabei vor. Nur mit dem Unterschied, dass Ultron für mich eine nervende Kackbratze war und Apocalypse halt einfach nur ein steinharter, kühler Assi. Ja, ich hab's nochmal gesagt. Das macht Apocalypse jetzt nicht großartig, aber immerhin kann ich mir den Film angucken und verstehen, was der Bösewicht möchte, ohne von dem Bösewicht genervt zu sein. Also ist das hier schon mal ein großer Pluspunkt für mich. Wisst ihr, was für mich dabei aber so ein bisschen merkwürdig ist? Der Typ heißt Apocalypse. Und eigentlich sollte man doch davon ausgehen, dass der Name da Programm ist. Aber irgendwie tut er nicht wirklich was Apokalyptisches da. Schon ein bisschen komisch, wenn du der Typ bist, der Apokalypse heißt und du die ganze Drecksarbeit von Magneto machen lässt. Aber gut, dazu vielleicht noch später ein bisschen mehr im Spoilerbereich. Aber fand ich ein bisschen merkwürdig, denn der Typ wird seinem Namen nicht so wirklich gerecht. Wer aber wirklich perfekt den Punkt trifft und perfekt umgesetzt ist, sind meiner Meinung nach die ganzen anderen X-Men in diesem Film. Wir kennen diese X-Men zum Teil schon aus den alten X-Men-Filmen, beziehungsweise aus den ersten X-Men-Filmen. Aber da die Filme ja irgendwann in der Vergangenheit zurückgegangen sind und jetzt wieder Stück für Stück in die Gegenwart zurückkommen, werden jetzt diese altbekannten Charaktere wieder neu für uns, zum Teil auch mit neuen Schauspielern, uns näher gebracht. Und ich find's einfach wirklich sehr, sehr befriedigend zu sehen, wie diese Charaktere einfach jetzt auf den Kern perfekt dargestellt werden. War es am Anfang noch in den alten X-Men-Filmen so der Anfang ein bisschen des Superhelden-Genres wirklich, auf Blockbuster-Niveau? Und hat man da noch versucht, so ein paar Sachen mehr alltagstauglich und so weiter zu machen? Hat man hier jetzt, finde ich, nicht mehr das Gefühl, dass das probiert wird? Nein, die X-Men sind mit all ihren Schrullen, mit all ihren komischen Sachen komplett so dargestellt, wie sie sein sollten. Und sie machen einfach eine unfassbar gute Figur. Ob das jetzt deren Design ist, ob das jetzt deren generelles Verhalten im Film ist, ob das jetzt deren Superkräfte sind, alles ist für mich richtig gut, perfekt umgesetzt. Und vor allem Quicksilver haut es wieder so richtig raus. Der Typ ist einfach sowas von awesome. Und es ist schon fast schade, wie die Konkurrenz Marvel, deren Quicksilver, der ja auch in Age of Ultron war, weggeschmissen hat, wie so ein benutztes Papiertaschentuch. Und wir jetzt sehen, dass bei Fox X-Men wirklich richtig hart gefeiert wird und er einfach die besten Szenen im gesamten Film bekommt. Das war schon in Days of Future Past so und das ist jetzt auch hier in Apocalypse genauso. Seine Hochgeschwindigkeitsszene ist wieder pures Gold wert, aber wirklich für mich die beste Szene des gesamten Films, wie auch vorher auch. Und ja, ich fand ihn einfach richtig hammermäßig gut. Und wisst ihr, was vor allem richtig schön ist? Die haben tatsächlich Character Development. Ja, tatsächlich, man glaubt es kaum, die Charaktere haben einen Startpunkt und haben später am Ende eine große Entwicklung charakterlich durchgemacht, zum Teil zumindest. Der eine stärker, der andere weniger, aber hey, immerhin entwickeln sich die Charaktere über den Film hinweg weiter. So wie es eigentlich auch sein sollte. Nicht so wie bei anderen Filmen. Martha! Aber leider werden nicht komplett alle neuen Figuren wirklich ausgiebig beleuchtet und bekommen ausgiebig Struktur in ihrer Rolle. Zum Beispiel die Reiter der Apokalypse, die Apocalypse, wie der Name schon sagt, sich halt dazu holt. Die bleiben zum Teil ein bisschen schwach. Gerade Angel bzw. Archangel lässt da so ein bisschen zu wünschen übrig. Und ganz besonders Psylocke hat nicht so wirklich was sie auszeichnet. Außer vielleicht ihre weiblichen Rundungen. Und ich denke auch irgendwie, dass sie nur deswegen im Film ist. Tatsächlich ist sie wahrscheinlich die Figur, die neben Apocalypse von ihrem puren Design her wirklich am nächsten am Quellmaterial und am nächsten an der Figur aus den Comics wirklich dran ist. Was ich natürlich auf der einen Seite echt super finde, dass sie dieses Design wirklich eins zu eins übernommen haben und sie anscheinend mittlerweile nicht mehr Angst davor haben, den Mainstream-Zuschauer mit solchen eher ausgefalleneren Designs abzuschrecken. Aber tatsächlich muss ich sagen, ganz hundertprozentig glücklich bin ich damit trotzdem nicht. Ja, sie sieht aus wie in den Comics. Ist top. Aber sie stellt damit einen so krassen Kontrast zu den anderen Figuren in dem Film dar, dass ich das als einen gewissen kleinen Stilbruch empfinde.
weil die sehen halt nicht eins zu eins ganz genauso aus. Ich fände es natürlich viel geiler, wenn alle einfach so direkt aussehen würden wie in den Comics. Das fände ich halt richtig gut. Aber dadurch, dass sie halt krass anders aussieht im Vergleich zu den anderen, ist ihr Auftreten und dazu auch noch ihre mangelnde Charaktertiefe, ist sie eigentlich der personifizierte Fanservice in dem Film. Und für mich ist sie mit ihrem Design, mit ihrem Kostüm einfach nur so ein kleiner Stilbruch im Film selber. Trotzdem, ich habe es vorhin schon gesagt, man könnte meinen, dass bei all diesen vielen Figuren und dem ganzen Shit, der da in dem Film abgeht, alles einfach zu überladen wird. Aber tatsächlich schafft es Bryan Singer mal wieder hier den Balanceakt zu wahren. Und natürlich gibt es einige Figuren, die halt ein bisschen weniger beleuchtet werden und manche Figuren, die stärker beleuchtet werden. Aber alles in allem ist das in sich stimmig. Alles in allem wird niemand zu krass zu wenig beleuchtet oder niemand wird zu stark zu sehr beleuchtet. Also da ist schon eine gewisse Balance da. Natürlich ist sie nicht komplett in Waage, aber alles in allem ist das einfach stimmig und einfach gut. Das ist perfekt aufeinander abgestimmt. Und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, denn viele Filme schaffen das einfach nicht. Okay, ich höre jetzt auf mit den Witzen über Batman wie Superman. Was ich auch ganz cool fand, war, dass der Film in den 80ern spielt und dass es hier und da auch immer mal wieder kleinere Anspielungen gibt auf diese zeitliche Epoche. Die sind jetzt nicht so überladen, es gibt eigentlich gar nicht so viele, aber die da waren, die fand ich echt gut. Denn es gab da auch einen verdammt coolen Gag bezogen auf ein anderes Franchise, das zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen steckte, wenn ihr so wollt. Und ich möchte den Witz nicht verraten, aber ich finde es ganz cool, dass sie sich damit selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Also Fox und die X-Men-Filme. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann wisst ihr ganz bestimmt, welchen Gag ich meine. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann möchte ich ihn euch hier noch nicht spoilern, auch wenn es jetzt gar nicht so ein umfassender großer Gag ist. Aber trotzdem gibt es einiges, was ich dazu, beziehungsweise zu diesem Eigenhumor sagen müsste. Denn es ist ja mittlerweile echt undurchsichtig geworden, was bei den X-Men-Filmen noch Kanon ist und was nicht. Und deswegen gibt es dazu noch ein, zwei kleine Anmerkungen später im Spoilerbereich. Was macht den Film jetzt aber eigentlich in meinen Augen so gut? Das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu beschreiben. Denn klar, ich habe jetzt gesagt, Charaktere sind schön und gut dargestellt, Charaktere werden schön und gut beleuchtet. Da sind halt irgendwie Leute mit Superkräften, die da rumlaufen und irgendwie was kaputt machen. Aber das hat man ja alles schon zigtausendmal gesehen. Was hebt jetzt also diesen X-Men-Film von den anderen Filmen ab oder was macht ihn gerade so gut? Tatsächlich ist es einfach das, was man schon zigmal gesehen hat. Aber es ist das, was man schon zigmal gesehen hat in fast vollkommener Perfektion. Das muss ich ganz ehrlich einfach sagen. Alle Aspekte von so einem Superheldenfilm oder generell aus diesem Action-Genre, das ja in den letzten paar Jahren entstanden ist, nimmt dieser Film und stellt es einfach richtig gut dar und packt es zusammen. Es ist einfach ein verdammt guter Film. Punkt. Tatsächlich muss ich auch sagen, dass dieser Film mir rückblickend besser gefallen hat als Civil War. Ja, ich weiß. Eine ketzerische Aussage von mir. Wie kann ich nur sagen, dass dieser Film besser für mich persönlich ist als Civil War? Ich möchte euch das kurz erklären. Objektiv gesehen sind die Filme für mich komplett gleichwertig. Das kann ich tatsächlich mit meiner objektiven Meinung sagen. Aber betreffend meiner subjektiven Meinung muss ich einfach sagen, ich fand den einfach einen Ticken besser. Beziehungsweise ich hatte mehr Spaß mit dem Film. Das kann jetzt an mehreren Sachen liegen. Zum einen vielleicht, weil die Abweichungen von Quellmaterial, die es bei Apocalypse auch zuhauf gibt, aber nicht so gravierend sind wie die Abweichungen wie zum Beispiel bei Civil War. Da waren sie halt deutlich krasser und deutlich größer. Und zum anderen ist es auch so, dass Civil War halt von vornherein total versucht hat, den krassen Hype zu generieren. Und das habe ich auch in meiner Review zu dem Civil War Film gesagt, dass der Film dem eigenen Hype nicht so richtig gerecht wird. Bei Civil War war es tatsächlich einfach nur so, dass überall um einen herum totales Medienaufgebot war und in your face, Civil War kommt bald raus, geht ins Kino, bam, 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 bam. Damit wurde man natürlich total auf den Film gehypt und als ich dann aus dem Kino war, fand ich den Film natürlich trotzdem sehr gut. Aber wie man auch in meiner Review merkt, war ich damit halt nicht so richtig doll perfekt zufrieden. Aber jetzt bei X-Men war es halt so, dass ich von vornherein mir so gedacht habe, ja, die X-Men-Filme sind soweit ganz okay, aber die sind halt nie so gut wie die eigentlichen richtigen Marvel-Filme. Also ich denke mal schon, der Film wird ganz okay, aber halt nicht bombastisch. Das war halt meine Erwartungshaltung von diesem Film, weil es in der Vergangenheit auch immer so war. Die X-Men-Filme waren zum Teil halt
trotzdem gute Filme, aber nie so gut wie die Konkurrenz tatsächlich. Aber hier war es jetzt einfach überraschend besser. Für mich ist das mit Abstand der beste X-Men-Film, den wir jemals gehabt haben. Und da ich einfach von vornherein nicht so viel erwartet habe, war ich umso erstaunter später. Und deswegen hatte ich subjektiv einfach mit diesem Film mehr Spaß als wie mit Civil War. Und deswegen finde ich diesen Film subjektiv gesehen auch besser als Civil War. Auch wenn sie objektiv gleich gut sind. Okay, und mit diesen blasphemischen Worten komme ich jetzt auch schon direkt zur Wertung meines Films, damit wir dann gleich in den Spoilerbereich gehen können. Also, ich fasse das Ganze für euch jetzt nochmal wie immer zusammen. Meiner Meinung nach mit Abstand der beste X-Men-Film, den wir jemals hatten. Deadpool zähle ich an dieser Stelle einfach mal nicht mit, denn der ist nochmal eine kleine Sonderlocke. Der Anfang des Films ist etwas schleppend, was auch vor allem an dem Bösewicht Apocalypse liegt. Aber alles in allem lohnt sich das Ganze, denn der Film steigert sich Stück für Stück immer weiter nach oben und am Ende bekommt man dann ein fulminantes Finale, was sich auf jeden Fall lohnt. Generell gibt es einfach eine sehr, sehr gute Gruppendynamik zwischen all den Figuren in dem Film. Die neuen X-Men, beziehungsweise die X-Men, die wir ja schon kennen, aber die nochmal neu eingeführt werden, sind diesmal einfach perfekt dargestellt. Ich war damit vollkommen zufrieden. Natürlich gibt es hier ein paar Ausreißer nach oben und nach unten, aber hey, kein Film ist perfekt. Aber alles in allem war ich damit wirklich sehr zufrieden und alle Charaktere sind perfekt dargestellt. Tatsächlich ist es erstaunlich, wie bei so vielen Charakteren der Überblick gewahrt bleibt und jetzt keine Charaktere übermäßig viel beleuchtet werden oder andere Charaktere komplett beiseite gelassen werden. Natürlich gibt es auch hier ein paar Ausnahmen, aber alles in allem ist das sehr stimmig. Alles fügt sich perfekt ineinander. Die Action ist perfekt. Tatsächlich ist Psylocke irgendwie zu sehr gut dargestellt an den Comics, denn die ist personifizierter Fanservice, was eigentlich ja nichts Schlechtes sein muss, aber in dieser Konstellation mit den anderen Figuren und mit dem Aussehen der anderen Figuren ist das einfach ein kleiner Stilbruch. Apocalypse als Gegner bleibt relativ blass und ist nicht wirklich was Besonderes, aber er erfüllt seinen Sinn und Zweck. Quicksilver stiehlt mal wieder allen anderen Figuren die Show. Eigentlich lohnt es sich alleine nur schon wegen der Quicksilver-Szene in den Film zu gehen. Die muss man einfach gesehen haben, die ist einfach nur herrlich und ich freue mich auf weitere Filme mit ihm. Alles in allem muss ich jetzt also einfach nur sagen, der Film ist mit Abstand der beste X-Men-Film, den wir jemals hatten. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich war sowas von positiv überrascht von dem Film und hätte nie gedacht, dass er tatsächlich so gut ist, wie er jetzt geworden ist. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt darauf, wo das Studio jetzt mit dieser guten neuen Grundlage weiter nach vorne geht. Deswegen solltet ihr euch X-Men Apocalypse angucken. Auf jeden Fall. Aber es sei gesagt, es ist wahrscheinlich wirklich wichtig, dass ihr die ganzen X-Men-Filme kennt. Nicht unbedingt, um jetzt zu verstehen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, denn das ist ja quasi ein Neustart. Aber trotzdem, wenn ihr die Figuren wiederseht, die ihr eigentlich schon aus den alten Filmen kennt, ist es von Vorteil, halt die vorher schon zu kennen. Das macht das Ganze nur noch reichhaltiger und dicker. Aber im Prinzip müsst ihr sie trotzdem nicht gesehen haben. Aber ich empfehle es euch trotzdem. Boah, ist das warm in meiner Butze. Meine Haare fangen an, sich an meinem Kopf festzukleben, da ich anfange zu schwitzen. Und deswegen möchten wir jetzt ganz, ganz schnell in den Spoilerbereich gehen. Was mir außerdem in dem Film auch noch sehr gut gefallen hat, aber was ich jetzt natürlich vorher nicht thematisieren konnte, ist Magnetos Wandel in dem Film. Es ist wirklich sehr eindrucksvoll, wie er am Anfang versucht, ein normales Leben zu führen und später dann quasi ja, von seiner Vergangenheit eingeholt wird, wenn man so möchte. Aber die ja eigentlich nichts mit dem Leben, das er jetzt führt, zu tun hat. Eigentlich dürfte die da gar nichts zu suchen haben oder darauf gar keinen Einfluss haben. Hat's aber trotzdem. Und deswegen ist es auch einfach nachvollziehbar, warum Magneto sich dann halt Apocalypse anschließt. Und auch, obwohl er am Anfang ja noch zögert, zieht Apocalypse ihn auf seine Seite, indem er mit Magneto nach Auschwitz geht, dem Konzentrationslager, wo er damals zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs war und wo seine Familie getötet wurde und er natürlich, er war im KZ, furchtbare Erlebnisse hatte. Und da geht er natürlich in diese menschliche Wunde so richtig schön rein und spricht eigentlich den menschlichen Aspekt von Magneto an, der ja für Apocalypse eigentlich gar keine richtige Relevanz hat. Aber das zeigt halt einfach, dass Apocalypse das als Gegner versteht, was es ausmacht, Mensch zu sein. Aber er darauf eigentlich so gar keinen Bock hat oder das für ihn eigentlich nicht so richtig wichtig ist. Das wertet Apocalypse auf und auf zur anderen Seite macht es einfach Magneto oder Magnetos Entscheidung in dem Film sehr viel greifbarer.
Und ich finde es sehr gut, dass am Ende, als Quicksilver und Mystique bei ihm sind und ihn überreden wollen, das Ganze sein zu lassen, was er da gerade macht, finde ich sehr gut, dass sie sich dagegen entschieden haben, an dieser Stelle Quicksilver sagen zu lassen, Hallo Papi! Denn dann hätte das so einen gewissen Beigeschmack gehabt, dass er sich nur umentscheidet, weil er doch noch einen Sohn hat und doch noch eine Familie hat, aber seine Familienprobleme stehen ja eigentlich in keinem Verhältnis zu dem, dass die Menschheit oder der gesamte Planet der Apokalypse entgegentritt. Und es ist für ihn als Charakter einfach eine sehr viel schwere und stärkere Entscheidung, ohne den Hintergrund zu wissen, dass Quicksilver sein Sohn ist, er trotzdem diese Entscheidung trifft und sagt, ich lasse das jetzt sein, ich entscheide mich für euch alle. Und so oder so hat er natürlich in Form der anderen X-Men natürlich eine Familie für sich gefunden. Und ich finde es sehr gut, dass wir damit jetzt die Tür geöffnet bekommen zu dem Magneto, der auch hin und wieder mal mit den X-Men zusammenarbeitet. Magneto war eigentlich viele Jahre lang früher in den Comics der Gegner der X-Men, aber hat sich über die Jahre hinweg trotzdem mehr zu so einem eigenen X-Men halt entwickelt und hat halt mit denen auch oftmals zusammengekämpft. Und ich finde das sehr gut, dass wir das jetzt eventuell sehen werden. Mother fucking Wolverine! Oh, war das geil. Oh, scheiße, war das geil. Man hat ja im Trailer vorher schon gesehen, dass Wolverine in dem Film zu sehen sein wird. Aber anhand des Trailers dachte ich mir, dass er wirklich vielleicht nur einen kurzen kleinen Cameo-Auftritt hat. Umso fröhlicher war ich, als ich dann gesehen habe, dass er tatsächlich eine größere Rolle in dem Film einnimmt. Und ich war erstaunt, dass sie jetzt einfach perfekt das Weapon X-Programm dargestellt haben. Denn er wurde ja bei diesem Projekt ja wirklich in eine menschliche Waffe verwandelt, daher auch der Name Weapon X. Und er hatte wirklich tatsächlich diesen dusseligen, hässlichen Metallhelm mit den Schläuchen in seinem Brustkorb drin und so weiter an, den er ja vorher nicht hatte. Und dieser Auftritt von Wolverine da kurz, wie er die Leute da zusammengemetzelt hat und so weiter, das war so richtig schön, das war so richtig Tornado Claw, Berserker Barrage. Das hat mich richtig gefreut. Das hat mir einfach nur mal wieder gezeigt, dass Hugh Jackman der perfekte Wolverine ist. Und jetzt muss ich aber leider sagen, dass ich schon ein bisschen traurig bin, dass ja der nächste Wolverine-Film der letzte sein wird. Also er hat ja angekündigt, dass Wolverine 3 der allerletzte Wolverine-Film von Hugh Jackman sein wird. Und das finde ich echt bedauerlich, weil gerade jetzt würde ich mir in dieser neuen Konstellation mit den neuen Schauspielern so wünschen, dass Wolverine bei den normalen X-Men mit dabei ist. Es wäre sowas von hammermäßig geil, ja? Aber leider scheint es ja jetzt nichts mehr zu werden. Und ja, da muss man sich jetzt tatsächlich einfach mal fragen, wie geht es jetzt mit Wolverine oder den X-Men weiter? Denn Wolverine ist eine extrem zentrale Figur der X-Men und war ja auch bis vor ein paar Jahren immer noch die zentrale Figur des gesamten X-Men-Franchises in den Filmen. Und es ist jetzt einfach wirklich fragwürdig, wie es jetzt weitergeht ohne Hugh Jackman. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass sie einen weiblichen Wolverine nehmen könnten als Nachfolger von Hugh Jackman, beziehungsweise für die Figur von Logan. Und das geht eigentlich im Prinzip auch. Es gibt in den Comics auch X-23 oder X-23, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und die gute ist ein weiblicher Klon von Wolverine und die hat mittlerweile in den Comics auch die Identität oder das Superhelden-Alter-Ego von Wolverine übernommen, nachdem dieser gestorben ist. Also ist es relativ wahrscheinlich, dass sie jetzt auch die Nachfolgerin von Wolverine wird. Das ist an sich cool, auf der anderen Seite schade, denn ich würde mir halt einfach wirklich Hugh Jackman weiterhin wünschen, aber der Typ wird halt nicht jünger. Und bevor er jetzt schreit und strampelt und sagt, ich will keinen weiblichen Wolverine, dann muss ich euch leider sagen, doch, das wird höchstwahrscheinlich passieren, denn im Secret Ending von dem Film hat man ja gesehen, wie ein Typ mit einer Aktentasche in die Militärbasis reingegangen ist und eine Blutprobe von Wolverine entwendet hat. Auf der Tasche oder dem Aktenkoffer von den Typen stand Essex, also Essex Corp. Und Essex Corp ist halt die Firma von Nathaniel Essex. Und Nathaniel Essex ist Comic-Buchlesern bekannt als Mr. Sinister. Und dieser Typ ist mal von seinem extrem schwachsinnigen und merkwürdigen Aussehen abgesehen ein sehr brillanter Wissenschaftler. Und er beschäftigt sich mit dem Klonen.
one quick thrust. Surprise! Ha! Got the little bitch this time, didn't we? Pose for the camera, Mr. Silly. I am so posting this on Twerk. Idiot. You killed another clone. Shut it, Summers. Are you texting from the future? Yes. Don't believe me? Check the label on his back. It says made in China. Machine wash, cold only. The other label. Ah! This is another goddamn clone. So hat zum Beispiel Jean Grey geklont und die zweite Jean Grey hat dann später Scott Summers geheiratet und die haben dann ein Kind bekommen und das ist Cable und der reist dann ja später zurück in die Vergangenheit und wird dann der Kumpane von Deadpool und es ist total verwirrend, aber jedenfalls beschäftigt er sich mit Klontechnologie und es wäre sehr gut möglich, dass wenn sie das jetzt so zeigen, dass er halt einfach einen weiblichen Klon von Wolverine anfertigt, nämlich X-23 und dass dann diese Person einfach der neue Wolverine in dem Film wird. Ob euch das gefällt oder nicht, ist eigentlich egal. Es wird höchstwahrscheinlich trotzdem passieren. Aber gut, mal von Wolverine Teil 3 und X-23 als mögliche Nachfolgerin von Wolverine abgesehen, wie geht es jetzt eigentlich mit den X-Men-Filmen weiter? Und wie ist das X-Men-Universum jetzt mittlerweile aufgebaut? Denn aufmerksame Kinozuschauer haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass es mittlerweile echt krasse Inkonsistenzen zwischen den Filmen gibt. Alleine schon, wenn euch bewusst wird, dass X-Men Origins Wolverine und Deadpool beide eigentlich dieselbe Umgebung zeigen. Also beide zeigen das Weapon X-Programm und tatsächlich ist ja Ryan Reynolds als Deadpool schon in X-Men Origins Wolverine zu sehen, aber da als komplett widerlicher, abartiger Abklatsch, als die schlimmste Vergewaltigung eines Charakters, die ich jemals gesehen habe. Und natürlich ist das furchtbar und deswegen hat das Studio ja auch den Deadpool-Film gemacht, hat das nochmal neu aufgesetzt, denn sie haben gesagt, dass zum Beispiel X-Men Origins Wolverine non-canon ist. Das zählt nicht mehr, das ist nie passiert. Alles, was da passiert ist, zählt nicht. Nur noch der Deadpool-Film zählt. Und ja, wie setzt sich das Ganze jetzt eigentlich zusammen? Die offizielle Zeitlinie der X-Men-Filme sieht jetzt Folgendes vor. Canon ist X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 ist niemals passiert. X-Men Origins Wolverine ist niemals passiert. Wolverine 2, der Weg des Kriegers, ist passiert. Und X-Men Days of Future Past ist passiert. Und X-Men Erste Entscheidung und X-Men Apocalypse, der Film jetzt, der ist auch passiert. Das ist das Einzige, was noch zählt. Deswegen ist es nämlich umso lustiger, als die Mutanten aus dem Kino kommen und gerade Star Wars Episode 6 gesehen haben, beziehungsweise aus deren Sicht Episode 3 damals noch, und sie sagen, einigen wir uns darauf, der dritte Film ist immer der schlechteste. Was halt sehr geil ist, denn damit spricht das Studio sich selber an, weil der dritte X-Men-Film halt totale Grütze ist und so schlecht war, dass sie ihn, wie gesagt, aus dem Kanon entfernt haben. Deswegen ist es jetzt auch umso spannender, wie es jetzt mit den Filmen weitergeht. Also auf jeden Fall kommt ja noch Deadpool Teil 2. Dann gibt es bald noch einen Gambit-Solo-Film, nur über den Mutanten Gambit. Da spielt Channing Tatum die Hauptrolle. Wir wissen aber auch nicht, wo sich dieser Film zeitlich einordnen lassen wird. Dann wird es noch einen X-Force-Film geben, wo gegebenenfalls tatsächlich Wolverine und Deadpool auch wieder mit auftreten könnten. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Psylocke auf jeden Fall in dem X-Force-Film mitmachen wird. Und dann ist natürlich noch in der Mache eine TV-Serie namens X-Men New Mutants. Und die soll, glaube ich, auf Netflix erscheinen, so wie die anderen Marvel-TV-Serien auch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall sollen da Mutanten ins Rampenlicht gerückt werden, die dem Mainstream-Kino-Zuschauer eher unbekannt sind und halt wirklich neue Figuren einführen, neue Kräfte, die die meisten Leute halt einfach noch nicht kennen. Und da ist halt, obwohl zum Beispiel X-Men 3 und X-Men Origins Wolverine ja nicht mehr zum Kanon gehören, es trotzdem noch hier und da total verwirrende Inkonsistenzen in den einzelnen Filmen immer noch gibt,
ist es spannend zu sehen, wo sich das Ganze jetzt irgendwo hin entwickelt. Aber hey, nachdem ich jetzt X-Men Apocalypse gesehen habe und der Film ja so unfassbar gut gefallen hat, bin ich eigentlich echt optimistisch und freue mich richtig dolle auf die kommenden X-Men-Filme. So, das war meine Review zu X-Men Apocalypse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt doch über ein Abo, einen Like und ein geteiltes Video nach. Ich würde mich sehr freuen. Und bevor ich jetzt hier in meiner Bude wegschmelze, weil es echt warm hier oben ist, sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö. Previously on X-Men.